Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII hier auf Rockkartoffel LP. Wir sind hier stehen geblieben in diesem Raum, beziehungsweise sind wir nicht stehen geblieben, denn ich war noch schnell speichern hier. Ich war eigentlich nur ein Stockwerk oben drüber, als wir uns verabschiedet haben. Und da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Wieder einen Tag dazwischen gehabt, zwischen der Aufnahmepause. Beziehungsweise die Aufnahmepause war einen Tag lang. Und ich gucke mir irgendwie hier an. Ja, hier ist was offen. Schlüsselobjekt. Teile von Midgar erhalten. Moment gerade, ich mach mal noch den Sound auf meinen Ohren etwas lauter. Es ist fortgeschrittener Abend und ich spiele dieses Spiel, weil ich richtig Bock drauf habe. Teile von Midgar. Wem soll ich die denn bitte geben? Das interessiert mich brennend. Und vor allen Dingen, was ist das denn? Was machst du denn? Du erinnerst mich irgendwie an die eine Szene in Star Wars, wo der Han Solo eingefroren wird. Und zwar einfach so. Midgar, geboren aus der Mako-Energie, die direkt aus der Erde gesogen wurde. Eine Modellstadt. Wenn die sechste Straße fertiggestellt ist, ist Shinras Plan vollendet. Darum hat er wohl Eris entführt. Ach so, das soll also Midgar darstellen. Okay. Warte mal, also wenn wir doch Teile von Midgar gerade gefunden haben, dann muss ich das doch irgendwo einsetzen können. Oder? Geht das hier oder geht das eher nicht? Klingt so, als hätte sich etwas geöffnet. Nur was? Wir müssen uns umgucken. Wir sollten uns umgucken, um besser das Ganze besser zu sagen. Ist hier vielleicht irgendwo eine Tür aufgegangen oder so irgendwas? What? Einfach so werden wir in den Kampf reingeschmissen. Das gibt's doch nicht. Schon wieder die Viecher. Ich mag sie irgendwie. Ich weiß nicht, sie gefallen mir. So unglaublich gut gefallen sie mir. Ich hoffe, das war jetzt nicht sein Wechsellimit, dass ich hier gerade voll draufgehauen habe. Das würde ich nämlich schon doch gerne behalten. Schön viel Damage reinhauen. Yes. Dann teilen wir das Ganze nochmal auf alle beide auf. Dem sein Limit sparen wir uns schön auf. Und sie haut wieder den einen. Nö, ich möchte das nicht. Und er macht jetzt einen normalen Angriff auf das Vieh, da ist es nämlich auch weg. Und das war's dann auch schon. Wir haben uns Barretts Limit aufbewahrt. Ist in manchen Stellen vielleicht gar nicht mal so uneffizient. Und was zur Hölle hat sich hier gerade geöffnet? Ich weiß es nicht so ganz. Übersehe ich das jetzt gerade einfach nur Big oder was zur Hölle hat sich hier geöffnet? Mal gerade gucken. Midgar, ja, das hatten wir alles schon. Kann doch nicht sein. Wo hat sich denn hier was geöffnet? Ich bin wieder verdammt, nichts rauszufinden. Das ist immer sehr schön, wenn mir das Privileg auferlegt ist. Vielleicht ist es ja jetzt so, dass... Ah, okay. Die war vorher verschlossen. Schlüsselobjekt. Teile von Midgar erhalten. Geht die jetzt vielleicht auch auf? Nein, die geht nicht auf. Gut, also öffnen wir wahrscheinlich mit dem Einsetzen von verschiedenen Teilen auf verschiedene Truhen. Nur welche? Das ist hier die Frage, meiner Meinung nach. Teile des Modells fehlen. Teile von Midgar platzieren. Zack. Klingt so, als hätte sich etwas geöffnet. Das müssen wir wahrscheinlich noch weitere, was weiß ich, wie oft machen, für Bereiche, der auch immer hat hier. Gucken wir doch einfach mal hier. Die ist immer noch verschlossen. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft, wenn die immer noch verschlossen ist. Die sieht aber sehr danach aus. Achso, das sind... Nee, die machen das alle gut. Schlüsselobjekt, Teile von Midgar erhalten. Gut. Gehen wir nochmal rein.
ist jetzt, um ehrlich zu sein, mehr rumgelaufen als sonst was. Ist auch relativ schade. Ich nehme stark an, dass es hier einzusetzen ist. Wir machen einfach jetzt mal den Rundgang. Ja, es wurde da unten eingesetzt. Und erneut ist eine Truhe aufgesprungen. Und wir gehen doch direkt mal gucken, welche das ist. Das hier. Sehr gut. Wieder Teile von Midgar erhalten. Nein! Einfach so mitten in den Fight reingerissen worden. Aber nur gegen einen. Ja, das ist ja dann easy. Ja. Nicht so oft angreifen. Yes! Yes! So, jetzt haben wir aber aus Versehen ihr Limit verbraucht, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ist verdammt schade. Und der Salto noch hinterher. Und jetzt muss es tot sein. Was es auch ist. Und ich hätte dann doch lieber Barretts Limit rausgehauen, denn der macht wesentlich weniger Damage als... Was ist das, ein Loco-Kraut? Gucken wir doch direkt mal. Als tiefer wollte ich sagen, genau. Loco-Kraut gucken wir doch mal. Da. Verwirrung. Okay. Können wir dann scheinbar... Gegner mit verwirren oder uns selbst. Geht wahrscheinlich auch irgendwie. Kannst du das hier einsetzen oder was geht hier jetzt ab? Ja, einsetzen bitte. Zack. Ich finde es hier auf jeden Fall sehr interessant und bin gespannt, was uns denn erwarten wird, wenn wir alle Teile einsetzen. Ich gehe mal gerade noch schnell gucken, ob wir eventuell diese Kiste jetzt auch schon öffnen können oder ob die jetzt wirklich erst aufspringt. Nee, die ist noch verschlossen. Die ist noch verschlossen. Ich hätte jetzt gedacht, dass die vielleicht jetzt schon aufgesprungen ist. Aber nein, das Spiel lässt uns sehr oft hin und her laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das, ob die das benutzt haben, um das Spiel etwas zu strecken. Aber ich denke, das macht uns auch nichts aus, denn das Spiel bietet uns einiges an Abwechslung. Und nun die letzte Kiste. Wie ist mir... Oh, Code gerade 66. Hier fehlt doch noch eine... Ein Teil fehlt doch noch. Da muss doch noch irgendwas bei rumspringen. Was war es? Alter, was bist denn du? Blitz auf das Vieh, aber los jetzt. Ich würde gerne wissen... Oh, das war's schon. Ja, das ist ja easy. Das war ja verdammt easy, ne? Da haben wir ja gar keine großen Umwege gebraucht jetzt, um das Vieh so kaputt zu machen. So, wir gehen gerade mal noch gucken. Wie gesagt, ich möchte hier alle Teile finden und einsetzen. Aber nein. Es waren alle Teile, hier fehlt aber trotzdem noch eins. Ich denke, entweder finden wir das jetzt noch gleich. Oder es bleibt einfach so bei dem hier. Was bist du denn? Oder wer bist du denn? Mensch, mir stinkt es ganz schön, all diese Akten zu schleppen. Aber ich treffe viele Typen. Das ist wohl der Vorteil, wenn man Sekretärin ist. Oh ja. Du triffst sehr viele Typen. Und der hat uns scheinbar sau viel zu sagen. Muss ich jetzt doch mal... Gut. Gut zu wissen. Kommt mir das nur so vor oder stinkt der Konferenzraum wirklich? Von irgendwo kommt da ein seltsamer Geruch her. Sollten wir vielleicht mal Prise One Touch verpusten? Sie haben noch eine Exekutivbesprechung, ob es wohl um den Zwischenfall mit der Platte geht? Übrigens, hörst du manchmal im Badezimmer von irgendwo flüstern? Sind die hier alle irgendwie ein bisschen komisch drauf oder so? Da fühle ich mich, als ob ich tatsächlich am Leben bin. Das Gefühl, diese Welt zu bewegen, nur mit meinen Händen. Komm, wir bauen die Zukunft von Marco. Alter, wie die hier alle... Die sagen ja alle nur einen Satz. Man kann mit ihnen nicht sprechen. Ist das da drin etwa? Ach, das ist wieder der Puhmann. Gut. Drücken wir einfach weiter. Ja.
Nö, gut, sonst ist hier nichts. Das ist gut zu wissen. Wir gucken uns aber trotzdem, bevor wir jetzt in den Hauptraum reingehen, wenn wir jetzt überhaupt da schon reinkommen, gucken wir uns trotzdem nochmal um. Gibt's hier oben vielleicht noch wen? Nö, scheint nicht der Fall zu sein. Gut. Hier rumliegen tut vermutlich dann auch nichts. Ich denke nämlich nicht, dass ich was übersehen habe, aber kann natürlich immer sein. Gucken wir nochmal hier rein. Ist das hier vielleicht irgendwas oder sind das wirklich nur Pissoirs? Nein, das sind keine Pissoirs. Das sind Pissoirs, ja. Wie kommen wir dann hier rein? Meine Güte, wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir denn da rein? Müssen wir ganz genau gucken jetzt hier so. Vielleicht hier so irgendwas umstellen? Ja? Kannst du? Kannst du das mal? Nö. Gut. Keycard für eine höhere Etage haben wir auch noch nicht. Können es aber trotzdem mal versuchen. Wäre ich immer voll für. Nö. Haben wir nicht. Gehen wir noch eine Etage höher. Haben wir auch nicht. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Hier 69 ist ganz oben. Kommen wir aber nicht rein. Da stehe ich jetzt schon wieder vor einem Rätsel. Dieses Haus steht mir voller Hindernisse. Es regt mich etwas auf. Warte mal. Nochmal nach oben. Gibt's hier vielleicht irgendwo im Treppenhaus Schächte, aus denen wir rausklettern können? Ja gut, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir ja wieder überall rein. Also hier kommt wieder die Treppe hochschlawenzelt. Nö, hier geht rein gar nichts. Ich hasse solche Sachen, bei denen ich nicht weiterkomme. Der Herr sagt immer noch das Gleiche, da fühle ich mich ja, als ob ich tatsächlich am Leben bin. Ja, ja, ja. Sekretärin, die muss doch irgendwie wissen, wie man da reinkommt. Ja. Codekarte 66 haben wir. Ja, jetzt kommen wir hier rein und weiter? Nichts weiter. Ganz komische Grafikbugs hier. Alter, das geht mir ja sowas von auf den Senkel. Mit dir haben wir auch nur so gesprochen. Im Konferenzraum stinkt's nämlich. Vielleicht sollte der da mal lüften oder so. Wie wär's denn damit? Ja, das hatten wir auch alles schon. Meine Fresse, ey. Hier können wir nichts machen. Der hier oben steht sowieso die ganze Zeit ja nur da drin. Oh, Mann. Hier rüber können wir auch nicht einfach so. Gut. Ich würde gerne da rein. Ich komme aber nicht rein. Hier kommen wir ja auch durch. Lol. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mal und sage Dankeschön fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Dann gehen wir nämlich da rein. Bin ich mir 200%ig sicher. Und ja, auf Wiedersehen.